So, hallo, ich grüße euch. Ihr wisst ja, wir hatten ja vor einiger Zeit schon einmal ein Formular rausgebracht für die Abgabe des Personalausweises. Wir haben aber festgestellt, dass die Behörden einfach keine Bestätigung ausgeben, dass der Personalausweis mitsamt Kündigung abgegeben wurde. Ne? Also man kann zwar eine Kündigung schreiben, aber die haben es einfach dann nicht bestätigt und tun dann so, als hätten sie es nicht gekriegt. Und um diesem Mangel abzuhelfen, haben wir nochmal nachgelegt und ein neues Dokument erstellt. Und das könnt ihr euch auf der Webseite dhnw.net runterladen. Ich zeige es mal hier am Ende von dem Ding. Ich tue das einfach mal ein bisschen größer machen, dass ihr das richtig sehen könnt. Ja, mal gucken. Ja. Also hier http://wiki.dora-nordpol-heinrich-wilhelm.net und dann geht ihr einfach bis auf die Musterschreiben runter und dort könnt ihr euch das runterladen. Ich mache es wieder normal. So. Und zeige ich auch dann gleich nochmal das Wiki. Ich will das erstmal hier euch das mit dem Dokument zeigen. So, das ist jetzt ein bisschen länger. Das ist die Version 7. Ich gucke nochmal nach, dass ich euch wirklich die 7 zeige. Ja, könnt ihr hier erkennen, am Ende von dem Dokument ist so eine Klammer mit den Druckhinweisen. Und da steht hier hinten am Ende R7, das heißt die Version 7. Ne? R heißt so viel wie Release. Also die Version ist vom 26.01. und dann 7. Aber ihr nehmt bitte immer die neueste. Wenn also noch kleine Rechtschreibfehler drin sind, ihr das einfach bei Facebook in den Chat schreiben und dann mache ich das in der Regel gleich neu. So, hier oben ist ja kein großes Ding, einfach nur ein Header, damit in jedem Fall klar ist, dass ihr keine Seiten rausnehmen und löschen könnt, weil oben steht der Header drin, um was es geht. Und unten an jeder Seite seht ihr die Seitennummer. Da müsst ihr auch gucken, ob ihr alle mit habt. Und dass das alle Seiten da sind. So, hier oben, Datum, Ort ist kein Problem. Absender sollte auch kein Problem sein. Anschrift der Meldestelle kommt hier rein. Und dann hier schreibt er die Faxnummer hin, an die ihr es geschickt habt. Das ist ganz wichtig, wenn ihr später mal nachweisen wollt, mit dem Sendebericht, wer es gekriegt hat. Also da lieber zweimal hingucken und die richtige Nummer erwischen. So, als nächstes werden hier die Rechtsgrundlagen genannt. Warum und wieso ihr das überhaupt dürft, was er macht, dass man kündigen darf. Weil ist halt nur eine Firma. Eine Staatssimulation und wie bei jeder anderen Firma kann man auch kündigen, wenn sie eben sich nicht an die vereinbarten Rechte hält. Und das ist derzeit der Fall. Egal, was man vorträgt, es wird immer erzählt, sie haben Recht, aber wir haben die Waffen. So, und da sage ich mir, wenn Unrecht zu Recht wird, dann ist Widerstand Pflicht. Und da muss man dann einfach auch mal kündigen. Ja, und das ist die Rechtsgrundlage, die basiert auf der Europäischen Menschenrechtskonvention gegen Sklaverei. Und beschlossen wurde die am 2.12.2014 vom Bundestag. Also die haben da was unterschrieben und genehmigt, ohne sich genau überlegt zu haben, was sie denn da machen. Weil es ist dann auch in einem Zusatzprotokoll zu erkennen, dass wir durchaus berechtigt sind, unabhängig von der BRD, staatliche Strukturen zu wählen, die wirklich einen Rechtsstaat erzeugen und nicht bloß, dass uns das immer erzählt wird. Weil die Frau Merkel macht ja eine Politik, die ist ja völlig abgehoben von der Realität und auch von den Rechten, die wir haben. So, gut. Dann sind ja die ganzen Forderungen, die könnt ihr euch einfach mal durchlesen. Das tue ich jetzt nicht im Einzelnen. Na, man könnte mal gucken, ob irgendwelche schwierigen Sachen drin stehen. Das erste Schreiben erklärt eigentlich, das vielleicht sollte ich noch was machen dazu. Also Punkt 1 erklärt, ihr habt ja nun vielleicht irgendwann mal Selbstverwaltung gemacht und irgendeine UN-Resolution abgegeben, die überhaupt nicht ratifiziert ist oder auf irgendwelche Sachen berufen, die nicht mehr gültig sind und so. Und damit diese ehemals abgegebenen, aber eben nicht greifenden Erklärungen nicht bei der Ausgabe der Bundesstaatsangehörigkeit im Wege stehen, solltet ihr das den Punkt 1 mal durchlesen, weil dort wird im Prinzip das, was das hindert, dass man euch das gibt, im Prinzip dann gegen den Text ersetzt, den wir hier gemacht haben, damit ihr es dann auch wirklich kriegt. Weil es nützt dann das, wenn ihr euch auf eine UN-Resolution beruft, wo die Leute, die sie rausgeben, genau wissen, dass sie nicht unterschrieben wird. Aber die schicken dann erst aber los und die fallen dann damit auf die Schnauze. Und ich finde das nicht in Ordnung. Wenn man das weiß, dass es nicht greift, muss man sich was Neues überlegen. So, wir haben aber schon Rückmeldung, dass es wohl funktioniert, weil die Menschen an der Menschenrechtskonvention kommen sie alle nicht vorbei. Und wenn wir es an der Sklaverei festmachen, ist die Sache eigentlich ziemlich geradlinig. So, dann Punkt 2. Das ist der Personalstatus. Also die Stadtverwaltungssoftware ist nicht einheitlich. Wichtig ist, dass
dass klar erkennbar ist, dass ihr kein Personal mehr seid. Und das müssen sie euch bestätigen, das fordern wir. Weil Zwangsarbeit oder Sklaverei ist auch nach der Menschenrechtskonvention verboten. Und wenn so ein Personalstatus besteht, ist es das. So, und da könnt ihr verlangen, dass das aufgehoben wird. Und genau mit der Löschung der Personaleigenschaft tretet ihr wieder in eure Bürgerrechte ein, die ihr schon immer hattet. So, und ja, dann kommt es natürlich dann auch, dass die Personalausweise, die noch auf der Wildbahn sind, also die den Hund gefressen hat, die gelocht worden sind, die ihr vielleicht doch verloren habt, dass die ausgetragen werden und dass kein Personalausweis mehr auf eurem Namen liegt. Auch wenn es abgelaufener ist, spielt keine Rolle. Das ist einfach eine Notwendigkeit, sonst kriegt ihr den Personalstatus nicht gelöscht. Denn solange wie noch ein Perso auf der Wildbahn ist, kriegt ihr den nicht von der Hacke. So, dann wichtig ist auch, dass die Sozialleistungen und die Rentenansprüche euch nicht verloren gehen, weil diese Rentenansprüche und Sozialleistungen kommen über das Nießbrauchsrecht der Haager Landkriegsordnung. Und die Bundesrepublik nimmt genau dort das Geld raus. Also das, was die euch gibt, ist im Prinzip das Steuergeld vom Kaiser, was sie dann nicht an Kaiser anzahlen, sondern eben an euch. Und dafür aber ein Großteil davon an Leuten ausreichen, die überhaupt nicht berechtigt sind dazu, nämlich die sich illegal in dem Land aufhalten. Und damit das Geld nicht bis in den Himmel wächst, tun sie das eben in Größenordnung raushauen. Und denen es wirklich zusteht, nämlich die Bundesstaaten, an die euch Geld haben, die gucken zurzeit in die Röhre. Und damit es aufhört, haben wir das gemacht. Also wenn er das abgibt, hat er im Prinzip den vollen Alimentierungssatz der HGO zu beanspruchen. Das ist der Sold des einfachen Soldaten. Unter dem gibt es keine Sozialleistungen. So, dann eine gewichtige Kopie, die mit dem Identitätsdiebstahl zusammenhängt. Ihr wisst ja, dass über das elektronische Pad euch regelmäßig die Unterschrift gestohlen wird. Und mit dieser Unterschrift machen sie heimlich hinter eurem Rücken so Abtretungserklärungen für euer Auto, für euer Haus, für euer Grundstück und irgendwelche Bestätigungen, dass ihr korrekt geladen worden seid vor Gericht und dass ihr den nicht gesetzlichen Richter anerkennt und so. Das läuft alles hinter eurem Rücken, ohne dass ihr das merkt und dass ihr Einfluss habt. Und das passiert mit diesem Unterschriftspad. Also die Unterschrift da drauf könnt ihr beliebig verwenden. Und damit es aufhört, hier dieser Absatz. So, und da solltet ihr euch beeilen, nicht, dass noch irgendwelcher Blödsinn gemacht wird. So, bei zukünftigen Abfragen wollt ihr dann auch immer wieder die Bestätigung haben, dass das Personalstatus gelöscht ist, weil wenn diese Bestätigung nicht käme, wäre es Hinweis darauf, dass sie sich gegen dieses Formular aufstellen und euch wieder in die Sklaverei geschickt haben. So, genau, also das ist inaktiv geworden. Was haben wir noch? Die Korrekturfrist beträgt 14 Tage bei falschen Angaben in Pässen und Reisedokumenten. Das ist überall auf der Welt einheitlich. In der Regel dauert es 3 Tage, aber gestatten wir denen mal ruhig ein bisschen mehr. Verwaltungsrechtlich sind es 14 Tage. Und dann muss was geschehen. Da muss es auch einen Grund geben, warum und wieso das länger dauert. In einem Urlaub. Wir müssen es jemand einstellen. Das ist nicht euer Problem. Wir haben was Falsches in einen Ausweis eingetragen und ihr habt das Recht, dass das sofort korrigiert wird. Es ist ja auch nur ein Feld im Rechner inaktiv setzen. Mehr wollen wir ja gar nicht. Erstmal. So, dann, ja. Also, wenn diese falschen Daten weiterverwendet werden, wird das dann eine Anzeige machen. Das hat im Prinzip dann auch was mit den Wahlen zu tun, damit sie euch gültige Dokumente erstellen. Der weitere Punkt 9 ist, dass auch die anderen Nutzer, also zum Beispiel, sagen wir mal, GEZ, Handwerkskammer, Berufsgenossenschaft, also alle die Schleppnetzbanden, die aus der Weimarer Republik kommen, dass die also auch informiert werden, dass ihr nicht mehr Personal seid und eigentlich an die auch nichts mehr zu bezahlen habt. Alles, was zum Kaiserreich nicht bestanden hat, gilt sozusagen dann nicht mehr. Alles, was aus der Weimarer Republik kommt, wird damit beendet und weggesägt. So, dann haben wir die 10. Da sollten natürlich schon die Daten noch drinnen bleiben, die ihr für die staatsbürgerlichen Rechte noch benötigt. Das kann also durchaus ein paar Datensätze betreffen, aber das sollen die euch erklären. Oh, und dann ist auch, dass ihr die Rechte der Alimentierung beanspruchen wollt. Also wer eine kleine Rente hat, kommt natürlich mit den Alimentierungsrechten besser. So, dann die Bestätigung, dass ihr die Bundesstaatenangehörigkeit kriegt, weil die BRD die Europäische Menschenrechtskonvention und die Genfer Konvention unterschrieben hat und nach Genfer Konvention steht euch die korrekte Feststellung der Staatsangehörigkeit zu. Bitte beachtet, dass in der Bundesrepublik
es kein eigentliches Gesetz gibt, was die Korrektheit des Melderegisters verlangt. Aber auf internationaler Ebene hat es zu stimmen und hat sich die Bundesrepublik eben ein Gesetz einfallen zu lassen. Zumindest eins, was in ihren eigenen Reihen gilt. Aber der Kaiser käme nie auf die Idee, euch die Staatsangehörigkeit und eure Bürgerrechte zu stellen. Also so verdorben und widerwärtig auf so eine Idee muss man erstmal kommen. So, und das muss abgestellt werden. So, dann kommen die ganzen Begründungen, ne? Weil die Weimarer Republik und die Nachfolgeorganisation zu keiner Zeit ein Staat waren. Aus diesem Grund. Ne? Also wenn es kein Staat ist, kann es auch keine staatlichen Rechte geben. Das gleiche im Nationalsozialismus. Auch der Hitler hat keinen neuen Staat gegründet. Wenn der sagt Drittes Reich, ist das einfach nur eine politische Floskel. Er hat die Weimarer Republik fortgesetzt, aber hat gewisse Teile der Weimarer Republik rückabgewickelt, soweit wie es ihm möglich war. Weil er war ja im Stabilisieren der Wirtschaft und im Wiederaufbau und im Rückgewinnen der geraubten Landstriche. Da hat er ja die kurze Zeit, die ihm zur Verfügung stand, optimal genutzt. Und dann ging ja dann 39 der Krieg los, weil es halt immer schlimmer wurde in den Ostgebieten. Ne? Also wo sie die Leute regelrecht vertrieben und abgeschlachtet haben. Da konnte der dann nicht länger als ein Jahr zugucken. So, das war dann eben der Polenfeldzug. So, aber hatte seine Ursache, dass ein Jahr zuvor die Zionisten dort die Polen aufgestachelt hatten, die Ostgebiete reinzumachen. Das muss man immer wieder mit sagen, damit die Leute das nicht begreifen, warum und wieso dieser Polenfeldzug passiert ist. So, dann geht der Staat im Prinzip bis zum Ablauf des 27.10.1918 und am 28.10. muss sozusagen das Protokoll neu fortgesetzt werden, weil Max von Baden nicht durch eine Verweserwahl an die Macht kam, sondern einfach durch Selbstermächtigung. So, was haben wir noch? Nur die Bundesstaatenangehörigen sind eigentlich die wirklich wählbaren und wahlberechtigten. Die anderen in der Staatssimulation haben eigentlich gar kein Wahlrecht. Warum die das dann denen eine staatliche Legitimation verleihen, das weiß eigentlich keiner so richtig. Aber Fakt ist, dass man die Bundesstaatenangehörigkeit braucht, um wirklich eine staatliche Legitimation zu kriegen. Man könnte sich natürlich dann denken, dass in der Staatssimulation dann bloß wieder ein hohler Vogel existiert. So, machen wir weiter. Hier nochmal der Identitätsdiebstahl. Ne, das führt also auf jeden Fall zum juristischen Dissens. Also ein Vertrag kann nur entstehen, wenn er auf beiderseitigem Einverständnis und Vertrauen basiert. Und wenn jemand versucht zu betrügen oder zu täuschen, wird so ein Vertrag immer nichtig. So, Verletzung der Genfer Konvention ist auch klar, weil eine falsche Feststellung der Staatsangehörigkeit ist gesetzwidrig und das hat die Bundesrepublik zu korrigieren. Fortsetzung der Gesetze des Nationalsozialismus ähnlich. Ne? Also ich bin auch noch mal darauf hingewiesen, ich hätte wohl irgendwann mal gesagt, wohnhaft. Also das Wort wohnhaft gibt es eigentlich in unserem Sprachgebrauch gar nicht. Das ist eine Erfindung aus dem Nationalsozialismus, um gewisser Missstände im Land Herr zu werden. Aber ich weiß auch nicht, ob es damals wirklich was gebracht hat. Es war eben eine Formulierung, die aus der Zeit stand. Es hat aber weder im staatlichen Recht zu suchen, noch im Sprachgebrauch der Bundesrepublik. Dass es trotzdem verwendet wird, ist ein kleiner Hinweis darauf, dass gewisse Dinge aus dem Nationalsozialismus hätte fortgesetzt werden. Aber wenn mir es über die Lippen rutscht, dann entschuldigt das bitte. Mir ist der Sachverhalt durchaus bekannt. Aber manchmal ist es eben so. Ne? Also jeder Polizeier oder irgendwelche Stadtverwaltung, die benutzen dieses Wort ständig. Warum und wieso, kann man sich vielleicht auch denken. So, dann... Tja, dann sind noch Erklärungen dazu, warum und wieso die Weimarer Republik und der Nationalsozialismus niemals Verweserrechte haben konnten, weil sie immer eine feinstaatliche Stellung zum Kaiser hatte. Also wer sich im Prinzip mit den Putschisten verbrüdert oder deren Rechtsnachfolge antritt, indem er zum Beispiel Teil deren Verfassung, die also gegen den Staatgericht in die eigene Verfassung schreibt, der macht sich damit zum Verbündeten eines Feinstaats und kann sozusagen niemals in das staatliche Recht eintreten. Insofern ist das eine Lüge, wenn die Bundesrepublik sagt, sie hätte staatliche Strukturen. Genau in dem Moment, wo sie die Weimarer Republik in die eigene Verfassung einfügt oder in die Länderverfassung, ist es genau nicht der Fall. Und das kann man relativ leicht beweisen. In Sachsen ist es sogar sehr offensichtlich. Ja, also nicht staatlich. So, dann, was sagen wir noch? Ja, die Besatzung ging nicht erst 1945 los, sondern die war im Prinzip in der Weimarer Republik gegeben, dass also der Staat nicht mehr über seine eigenen Geschicke entscheiden durfte und immer noch hatte das Volk mitzureden, wer Verweser ist und wer Richter ist und wer Amtmann ist.
Die wurden nämlich gewählt und das hat erst die Weimarer Republik abgeschafft. So, jetzt kommen die wichtigen Dinge zu den Erklärungen. Also, für die, die nicht genau wissen, ob sie wirklich alle Personalausweise abgegeben haben oder irgendwas ist, dann kreuzt er hier an, alle angeblich nicht abgegebenen Personalausweise werden als Verlust bzw. gestohlen gemeldet. Da muss dann das Amt die erstmal austragen als Verlust. Wenn er sie dann doch sollte wiederfinden, weil die wegen einem Umzug irgendwo reingefallen sind, gibt er sie einfach ab und patsch. Ne? Kann ja immer verloren und verlustig, also wirklich auch wahrheitsgemäße Angaben machen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, macht er die Angabe, dass er sie einem erstmal als gestohlen melden. Wenn er sie wiederfindet, gibt er sie ab. So, dann alle angeblich hinterlegten, also ist ein übler Trick der sogenannten Stadtverwaltung, dass sie sagen, na, der hat seinen Ausweis nur hinterlegt, obwohl du eigentlich ordentlich gekündigt hast und vielleicht auch vor Jahren. Also ich habe zum Beispiel über 2012 das schon gekündigt, also lange oder sogar noch eher. Also auf jeden Fall, bevor der ESM Spruch rein wurde, hatte ich schon längste Kündigung Personalausweis abgegeben und auch einen Stempel. Für mich ist das einfach nur das Nachsenden der neuen Rechtsstellung nach der Europäischen Menschenrechtskonvention, weil ich die Bundesstaatenangehörigkeit hätte ich gerne bestätigt und also die deutsche Staatsangehörigkeit gelöscht, weil die gibt es nicht. Die kann niemand haben. Auch die Meldestelle selber kann sie nicht haben. Also können sie sie auch nicht vergeben. So, der Staatsangehörigkeitsausweis ist keiner. Das habe ich auch schon 10-mal erklärt. Es ist kein staatliches Logo drauf, sondern es ist das Logo einer Handelsorganisation. Also euer Sklavenhalter Schlepperbande. Dessen Logo ist da oben drauf. Das ist kein staatliches Logo. Das staatliche Logo hat eine Krone, sogenannte Kaiseradler. Das ist auf 10 Kilometer Entfernung ist das von dem anderen zu unterscheiden. Das kann man mit dem Bundesadler nicht verwechseln. So, und es ist auch kein Zufall, sondern es ist Absicht, dass ein Handelslogo da drauf ist, weil er eben mit eurer Arbeitskraft gegen euren Willen und gegen euer Wissen und ohne euer Wissen Handel treiben und an der Börse verzocken und euch in Schulden treiben, die ihr selber überhaupt nicht verursacht habt und die ihr auch nicht gewollt habt. Das müsst ihr einfach wissen und unterbinden. So, und dann sollen sie euch nach der Genfer Konvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention ein Ersatzdokument ausstellen, was bescheinigt oder bestätigt, besser gesagt, dass ihr die Bundesstaatenangehörigkeit habt. Also in Sachsen wäre das Königreich Sachsen und nichts anderes hat da drauf zu stehen. Mit Augenzwinkern vielleicht noch Sachsen, aber die korrekte Staatsverteilung ist Königreich Sachsen. In allen anderen Ländern müsst ihr mal gucken, was im Rüsttag drin steht für Staatsangehörigkeitsbezeichnung. Und nur die im Gesetz stehen, dürfen wenden. Freistaat hat er überhaupt nicht aufzutauchen. Freistaat ist eine Firma. Also wer irgendein Konstrukt macht mit Freistaat, also sogenannte kalte Aktivierung, also wenn ihr seht, dass eine Gemeindeaktivierung über so eine Vereinsgründung ist, also dass die Interessierten sozusagen eine Gaststätte einladen, dort einen Verweser wählen und irgendwelche Gemeinderäter und Ämter vergeben, das kann alles nicht funktionieren. Es müssen alle vom Ort eingeladen sein, die das betrifft. Also wenn das Klein-Kleckersdorf ist, müsst ihr genau Klein-Kleckersdorf komplett eingeladen haben. Und wenn da sollte einer keine Einladung gekriegt haben oder so eine rechtzeitig gekriegt haben, dann müsst nämlich mindestens noch, ich sag mal, 21 Tage vorneweg die Einladung rausgeschickt haben, damit es überhaupt funktioniert. Ne, weil die gerade nicht da sind, würden ja auch gerne ihr Wahlrecht wahrnehmen. Wenn auf Nummer sicher geht, macht es 5 Wochen vorneweg, weil manche sind in Urlaub. 5 Wochen ist okay. In Notfristen, also wenn ihr merkt, dass jetzt alles der Euro zusammenbricht und es wackelt, sind 14 Tage auch noch okay. Aber nicht kürzer und vor allen Dingen wirklich keinen vergessen. So, dann die Herausgabe der Staatsangehörigkeit und die Aufhebung ungültiger Staatsangehörigkeiten. Die der Weimarer Republik sollen aufgehoben werden. Ne? Das ist eure Willensentscheidung und euch kann man nicht zu rechtswidrigen Konstrukten zwingen. Das ist nicht möglich. Ja? Verträge werden immer im beiderseitigen Einverständnis geschlossen und mit Putschisten und Leuten, die das Recht mit Füßen treten, wollte er ja eine gemeinsame Sache machen. Gehe ich mal davon aus. So, dann sind hier noch ein paar Erklärungen für Bürger und Behörden, die nicht so recht wissen, was sie denn von dem Dokument zu halten haben. Ich habe maßgeblich daran mitgearbeitet. Ich habe natürlich auch viel Hilfe gehabt. Viele haben Korrektur gelesen, haben auch noch mal Hinweise gegeben zum Satzbau und zur Grammatik. Ist manchmal auch so, weil man ist da so in dem juristischen Sprech drinne. Aber der gepflegte Satzbau ist einem doch wichtig. Ne? Und da bedanke ich mich nochmal an allen denen, die mitgewirkt haben.
So, und dann Erklärung zur Friedensabsicht auch, weil das ist jetzt nur kein Brandbrief, sondern das ist einfach mal zu sagen, bisher her und nicht weiter und jetzt machen wir ordentliche staatliche Verhältnisse. Das ist das, was dann hier noch steht und das setzt sich dann auf Seite 6 fort und hochachtungsvoll mit dem Namen des friedlichen Volkes wird hier unterschrieben. Beachtet bitte, dass die Unterschrift hier oben ist. Das sind Erklärungen am Ende. So, und dann schließt das Dokument mit dem Druckvermerk ab. Und alles, was nach dem Druckvermerk ist, gehört hier nicht drauf. So, also ihr müsst dann bloß mal kontrollieren, dass wir nicht irgendwelchen Mist hier unten dran geschrieben haben. Also das ist die letzte Zeile, wo dieser Druckvermerk steht und die Nummer, die die Version bekannt gibt. So, ich denke mal, wir sind hier durch, erstmal durch die Geschichte. Alles andere, wenn es noch Fragen gibt, einfach reinschreiben in die Videokommentare, gucke ich mir an. Bei YouTube könnt ihr auch noch Videokommentare machen. Wenn ihr irgendwas fragen wollt, was Spezielles und das eilig ist, schickt das an feedback@jonacast.com und da kriege ich das dann auch kurzfristiger. Ne? Gut, ich habe das noch extra eingerichtet, so eine Adresse, damit nicht so viel Traffic bei mir auf der E-Mail ist. Also an feedback@jonacast.com mit C geschrieben, sollte ausreichend sein. In der Videobeschreibung ist dann nochmal die E-Mail-Adresse nochmal genannt. Ja? Wird also in allen neuen Videos ist die dann, diese dann verwendet. So, gut, dann binden wir dann, sag mal, zu und eventuell mache ich noch was zu Energiepotenzialen, noch eine kurze Ergänzung. Ne? Tschüss.